Okay, natürlich möchte ich euch mehr über die Technik von diesem fantastischen neuen AR1-Putter erzählen. Erstmal, was bedeutet der Name? AI steht für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. One, weil es der erste Putter ist, der diese Technik nutzt. Und Mild, weil es ein gefrästes Produkt ist. Also es ist aus einem Block Titan zum Beispiel, ist das Insert herausgefräst. Dieses Insert hat auf der Rückseite wie so ein Alpenprofil, also wie so Berge sieht das aus. Und das macht letztendlich, dass wenn man den Ball puttet und nicht perfekt mittig erwischt, dass er immer mit der gleichen Geschwindigkeit rollt. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, damit ihr aus größeren Distanzen den Ball näher ans Loch putten könnt und aus kurzen Distanzen sicherer ins Loch. Und natürlich, wenn ihr einen Break bewältigen müsst, geht es nur um Geschwindigkeit. Und wenn ihr das Break perfekt gelesen habt und dann die Geschwindigkeit nicht zu dem passt, was ihr euch vorstellt, weil ihr den nicht mittig trefft, wäre natürlich schade, denn da wird der Ball nicht reingehen. Und genau da hilft AI1, die künstliche Intelligenz, weil die Geschwindigkeit des Balles beim Rollen bleibt auf dem Niveau, was ihr erwartet, auch wenn ihr nicht perfekt trefft. Und das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist mit Sicherheit die größte Neuerung. Eine weitere Neuerung und eine tolle Sache ist unten die Möglichkeit, die Gewichte zu tauschen, sodass sich jeder den Putterkopf nochmal feintunen kann auf das, was er braucht, 5, 10, 15 oder 20 Gramm. Natürlich habe ich nicht nur eine Kopfform, sondern ich habe für jeden die richtige Kopfform. Ich habe Face Balance, ich habe Toe-Hang-Putter, ich habe welche mit langer Ziellinie, ich habe welche mit Slant-Hosel oder Cranked-Hosel. Es ist alles da, was ihr braucht. Abgerundet wird das Ganze durch den Stroke-Lab-Schaft. Dies ist die nächste Generation Stroke-Lab-Schäfte, 90 Gramm schwer. Und der Trick ist, dass eben 20 bis 30 Gramm Gewicht hinten im Schaft verbaut sind, sodass ihr mehr Stabilität in die Hände bekommt und damit mehr Kontrolle und Gleichmäßigkeit. Und der Schaft hat insgesamt eben auch nochmal eine geringere Torsion. Also lasst euch diese fantastische Technik beim Putten nicht entgehen, denn ihr wisst, der Putt ist der wichtigste Schlag. Keinen anderen Schläger benutzt ihr so oft wie den Putter. Und deshalb kann ich euch nur raten, kommt in die Geschäfte, kommt zum Händler eures Vertrauens oder in die Fitting Center oder Fitting Tage und probiert das aus. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis bald, euer Stefan.